Wir kommen nun in eine furchterregende Gegend, den Kaukasus. Die Zeit, als Alexandre Dumas reiste, Mitte des 19. Jahrhunderts, ist noch voll von den Verbrechen der großen Wegelager und Räuber, die knapp 100 Jahre vorher Berühmtheit erlangten. In Deutschland war das zum Beispiel der Schinderhannes, in Italien Fra Diavolo, ein Straßenräuber, aber auch ein Freiheitskämpfer gegen die französischen Besatzer seiner Heimat. Beide waren historische Figuren, wie auch Stenka Razin, der war Ataman der Don-Kosaken, erst Diplomat, dann Räuberhauptmann, Pirat und Plünderer. Er ermordete die reichen Kaufleute und verschonte deren Knechte. Und der von Stenka Razin angeführte Don-Kosaken-Aufstand steht in der Reihe der zahlreichen Aufstandsbewegungen seiner Zeit, ausgelöst durch die ständig verschärfte Behandlung der Leibeigenen. Das Arbeitsgebiet von Stenka Razin war hauptsächlich die Wolga in der Nähe des Kaspischen Meeres. Sie kennen diesen legendären Kosaken vermutlich, weil Iwan Rebrov ihn so eindrucksvoll besungen hat. Gütermanns, ne Seide, Gütermanns, ne Seide, Gütermanns. Kennen Sie auch den Text? Das berühmte Lied schildert, wie der von seinen Mannen der Verweichlichung geziehene Stenka Razin, um das Gegenteil zu beweisen, seine über alles geliebte persische Prinzessin während einer Vergnügungsfahrt der Wolga opfert. Nimm, Mütterchen, Wolga, ruft er aus, viel Silber und Gold und Reichtum jeder Art hast du mir gegeben und Ehre und Ruhm mir zuteil werden lassen, aber ich habe dir noch nicht gedankt. Wolga, Wolga, liebe Mutter Wolga, du russischer Strom, du hast noch kein Geschenk gesehen von einem Don-Kosaken. Und damit keine Zwietracht herrsche unter freien Menschen wegen eines schönen Mädchens, nimm du es. Ja, und damit hat er seine Prinzessin über Bord geworfen und ließ sich für seine Männlichkeit feiern. 1671 ist Stenka Razin in Moskau gevierteilt worden. Aber wir begeben uns jetzt in jene Gegend, wo er lebte und seine Spuren hinterlassen hat, südlich der Wolga-Mündung ins Kaspische Meer. Wir erreichten am 7. November 1858 Kislar am Terek-Fluss, der sich etwas weiter östlich in den nordwestlichen Teil des Kaspischen Meeres ergießt. Es war die erste Stadt, die wir nach Astrachan betraten. 600 Werst hatten wir durch vollkommen menschenleeres Steppengebiet zurückgelegt, ohne etwas anderes als Poststationen zum Pferdewechsel und Kosakenposten zu erblicken. Ganz selten trafen wir auf kleine Karawanen von nomadisierenden Kalmücken und nogaischen Tataren, die ihre Zelte und sonstiges Eigentum auf Wagen oder Kamelen mit sich führten. Erst als wir Kislar bis auf etwa 8 Werst näher gekommen waren, belebte sich die Gegend, aber alle Reiter und Fußgänger waren bewaffnet. Sogar jeder Hirte, der uns begegnete, hatte einen Kantscher an der Seite, eine Pistole im Gürtel und ein Gewehr auf der Schulter oder umgehängt. Selbst ihre Kleidung hatte etwas Kriegerisches. Man trug hier eine weiße oder graue Tscherkeska mit der doppelten Patronenreihe auf der Brust. Zur Erklärung, ein Kantscher ist eine dolchartige Waffe. Die Tscherkeska ist ein eng anliegender Leibrock mit Gürtel und Patronentasche, also die Nationaltracht der Kaukasusvölker, und der Tarantas, von dem auch gleich noch die Rede sein wird, das ist eine traditionelle russische Kutsche. Die vor uns liegende Stadt war erst vor 27 Jahren von Kasimullah erobert und geplündert worden. Dabei waren die Köpfe von über 6000 Einwohnern abgeschnitten worden. Jedermann denkt heute noch an dieses furchtbare Ereignis, das sich im täglichen Kleinkrieg in verkleinertem Maßstabe wiederholt und bei dem fast jede Familie damals einen Verwandten, einen Freund, Haus oder Vermögen verlor. Je näher wir der Stadt kamen, desto unglaublicher
wurde der sogenannte Weg. In Europa würde man ihn als ganz unbefahrbar bezeichnet haben. Nach 5 Tagen sandiger Wüste, die unsere Augen durch Staub blendete, versanken jetzt unsere Pferde bis über die Knie, die Räder unseres Tarantas bis an die Narben im Schlamm. Aber ein Tarantas kommt überall durch. Unser Postillon fragte, wohin er uns fahren solle. Na, zum besten Gasthof der Stadt. Darauf schüttelte er den Kopf und sagte, dass es keinen gebe. Ja, wo kehrt man denn dann ein? Man müsse sich an den Polizeimeister wenden und dieser könne zur Aufnahme von Reisenden ein Haus bezeichnen. Daraufhin riefen wir einen Kosaken aus unserer Bedeckung heran, gaben ihm den Befehl, uns unterwegs Pferde zu stellen, sowie die amtliche Ermächtigung, eine Eskorte zu verlangen. Er sollte diese dem Polizeimeister vorlegen und uns mit seiner Antwort am Stadttor erwarten. Er galoppierte davon. Unser Weg war auf beiden Seiten mit Hecken bepflanzt, die anscheinend sehr gepflegte Weingärten umschlossen. Wir befragten unseren Postillon. Dieser bestätigte uns dies und sagte, dass hier der vortreffliche Kislar-Wein gekeltert wird. Außerdem brennen dort die Armenier einen vortrefflichen Eau de Vie, also Branntwein, ähnlich wie Cognac, der im ganzen Kaukasusgebiet sogar von den Muselmanen gerne getrunken wird. Im Allgemeinen hat jeder Volksstamm seinen ausschließlichen Handel oder seine alleinige Herstellung der Landeserzeugnisse. Der Perser verkauft Seidenwaren, der Leskier wollene Tuche, der Tatar handelt mit Waffen. Nur der Armenier hat sich nicht spezialisiert und handelt praktisch mit allem. Armenier haben als Kaufleute keinen besonderen Ruf. Man sagt, wenn der Tatar mit dem Kopf nickt, so ist das Geschäft gemacht und man kann sich darauf verlassen. Wenn der Perser etwas mit Handschlag bekräftigt, so steht er zu seinen Bedingungen. Wenn der Gebirgler des Kaukasus sein Wort gibt, so kann man darauf zählen. Aber wenn man mit einem Armenier zu tun hat, so muss man einen schriftlichen Vertrag machen und von 2 Zeugen seine Unterschrift beglaubigen lassen. Armenier handeln mit allen erdenklichen Waren, selbst wenn sie einem unverkäuflich erscheinen. Im Gebiet von Kislar betätigen sie sich hauptsächlich im Wein- und Branntweinhandel, auch als Weinbauern. Am Stadttor erwartete uns unser Kosak und meldete, dass der Polizeimeister uns etwa 100 Schritt vom Posthaus ein Quartier angewiesen habe. Ich wollte dem General melden, dass ihm der Polizeimeister Möbel schicken wird, sagte der Kosak, machte links umkehrt und verschwand. Natürlich sahen wir diese Mitteilung als etwas Selbstverständliches an, sonst hätten wir ja das Gesicht verloren. Mit dem General war ich gemeint. In Russland wird jeder in einen Chin klassifiziert. Das Wort dürfte chinesischen Ursprungs und von den Tataren ins Land gebracht sein. Es bedeutet etwa dasselbe wie Rang. Je nach der Einstufung wird man als vornehmer Herr oder als gewöhnlicher Kerl behandelt. Vor unserer Abreise von Moskau hatte man mir gesagt, Sie reisen jetzt ins asiatische Russland. Am besten heften Sie sich irgendeine Auszeichnung ins Knopfloch oder an die Brust, sonst werden Sie schlecht bedient. Sie finden kein Brot in den Gasthäusern, keine Pferde auf den Poststationen, keine Begleitkosaken in den Stanitzen. Stanitzen, das sind so Kosakensiedlungen. Über diesen wohlgemeinten Rat hatte ich zuerst gelacht und ihn für einen Scherz gehalten, sollte jedoch bald einsehen, wie notwendig seine Befolgung war. Also steckte ich meinen spanischen Ordensstern an meinen russischen Militärüberrock und staunte sofort über die Wirkung desselben. In Russland tragen mit einigen Ausnahmen nur Generale einen Stern. Folglich musste ich einer sein. Und von da an kam man allen unseren Wünschen zuvor.
Außerdem waren meine beiden Geleitscheine vom Fürsten Bariatinski unterzeichnet und ermächtigten mich, von allen Militärposten eine Eskorte anzufordern. Ich musste also ein hoher Offizier sein. Freilich hielt man mich meistens für einen französischen General. Aber die Franzosen sind in Russland schon von den Frauen mit ihren Luxusbedürfnissen her recht beliebt, sodass alles sehr gut ging. Auf jeder Poststation wurde ich vom Wachkommandanten, gewöhnlich einem alten Unteroffizier, militärisch salutiert und meistens mit den Worten angeredet: »General, es ist alles in Ordnung.« Auf jeder Station, wo ich meine bewaffnete Eskorte abholte, stand ich auf meinem Tarantas und erhob mich in den Steigbügeln und sagte in russischer Sprache: »Guten Tag, Kinder.« Einstimmig erklang dann die Antwort: »Guten Tag, Exzellenz.« Wir hatten unseren jungen Tataren ausgeschickt, um Eier und möglichst ein Huhn einzukaufen. Eier brachte er, aber kein Huhn. Stattdessen jedoch gutes Hammelfleisch, das man im Kaukasus überall bekommt. Jetzt war für mich der gegebene Augenblick gekommen, meine Kochkünste mit einem Schaschlik zu versuchen. In Astrachan hatte uns eine armenische Familie trotz ihrer Dürftigkeit mit Kislawein und Schaschlik bewirtet. Weil ich zu meiner Belehrung reise und später ein Kochbuch herausgeben möchte, ließ ich mir das Rezept für einen Schaschlik dort geben. Also, man nimmt ein Stück Hammelfleisch, womöglich vom Lendenstück, schneidet es in Stücke von Nussgröße, lässt es eine Viertelstunde in Weinessig, Zwiebeln, Salz und Pfeffer liegen, steckt dann die Stücke auf einen kleinen Bratspieß aus Holz oder Eisen und dreht denselben langsam über Kohlenglut, bis das Fleisch mürbe ist. Dies ist das beste Gericht, das ich auf meiner ganzen Reise gegessen habe. Noch schmackhafter wird der Schaschlik, wenn die Fleischstückchen eine ganze Nacht in der Beize liegen bleiben und beim Abnehmen vom Bratspieß mit Gewürz bestreut werden, aber das kann man auch unterlassen, wenn man keins hat. Anstelle eines Bratspießes kann man sehr gut den Ladestock einer Jagdbüchse benutzen. Nach dem Essen machte ich mich mit Kalino auf den Weg zum Stadtkommandanten. Die Hauptstraße war ein Morast, in dem man bis über die Knöchel im Kot warten musste. Der Kommandant wohnte am anderen Ende der Stadt und wir mussten durch ganz Kisla wandern. Es war Markttag und wir bahnten uns durch Pferde, Kamele und Wagen unseren Weg, bis wir die Esplanade, den großen Vorplatz unterhalb der Festung, auf dem man 25.000 Mann hätte exerzieren lassen können, erreichten, ging alles ganz gut. Aber auf dem Marktplatz wurde es schwierig. Ich hatte dort noch nicht die ersten 50 Schritte gemacht, als ich einsah, wie gering man in dieser bis an die Zähne bewaffneten Menge einen unbewaffneten Mann achtet. Im Orient bewaffnet man sich nicht nur zu Verteidigungszwecken, sondern vor allem, um abzuschrecken. Puschkin hat von diesem Land gesagt, dass dort der Totschlag nur eine Gebärde ist. Nach Passieren des Marktplatzes kamen wir in die Innenstadt, wo die Straßen zwar einen sehr malerischen Anblick bieten, jedoch die Kotlachen mit darin plätschernden Gänsen und Enten keinen hygienischen Eindruck machen. Zumal die daneben angebundenen Kamele dort ihr Wasser lassen und dasselbe als Reisevorrat wieder aus den verschmutzten Tümpeln schlürfen. Wir ließen uns beim Kommandanten melden und er kam uns zur Begrüßung entgegen, sagte jedoch, dass er kein Französisch spreche, wohl aber seine Gattin, die wir im dritten Zimmer finden würden. Dazu schreibt Dumas an anderer Stelle: Ich möchte hier gleich bemerken, dass die Frauen in Russland und auch im Kaukasus im Allgemeinen mehr Weltbildung besitzen als ihre Männer. Diese haben in ihrer Jugend wohl etwas Französisch gelernt, es jedoch später als Militärs oder Beamte wieder vergessen. Die vornehmen Russinnen dagegen
haben nichts zu tun, lesen daher zum Zeitvertreib viele französische Romane und Literatur und bleiben so mit dieser Sprache vertraut. Vielfach sprechen sie auch deshalb sehr gut Französisch, weil sie französische Gouvernanten gehabt haben. Frau Polnobokow sprach in der Tat recht gut Französisch. Ich entschuldigte mich lächelnd wegen meines kriegerischen Aufzugs und scherzte über die Warnungen unseres Wirtes. Aber zu meiner Verwunderung blieb sie durchaus ernst und sagte, unser Wirt habe vollkommen recht. Dann bat sie ihren Gemahl, uns dies zu bestätigen. Und als dieser auch ihre Ansicht teilte, kam mir das Ganze doch bedenklich vor. Und ich bat um nähere Auskunft. Tatsächlich kamen fast täglich unglaubliche Gewalttaten vor. Vor einigen Monaten waren drei Armenier, die vom Jahrmarkt in Derbent kamen, zusammen mit einem ihrer Freunde namens Bonjar gefangen genommen worden. Sie waren als reiche Leute bekannt und wurden deshalb von den Banditen nicht umgebracht, sondern zur Erpressung eines hohen Lösegeldes ins Gebirge verschleppt, nachdem man ihnen ihre Kleidung genommen hatte. Man band sie an die Schwänze von Pferden, und zunächst mussten sie in ziemlich schnellem Tempo 15 Werst hinterherlaufen und dann in stark erhitztem Zustand durch die eiskalten Gletscherwasser schwimmen, so gut sie konnten. Später starben dann zwei der Brüder an Lungenentzündung und der dritte an akuter Lungenschwindsucht, nachdem ihre Verwandten 10.000 Rubel bezahlt hatten. Der vierte Gefangene war nicht so wohlhabend wie seine Freunde und hatte sich den Tataren gegenüber verpflichtet, ihnen als Spion zu dienen und mitzuteilen, wenn wieder ein begüterter Armenier über Land reisen wolle. Als er glücklich lebend Kisla erreicht hatte, brach er natürlich seine erpresste Zusage und wagte von da an nicht mehr sein Haus zu verlassen und fürchtete sich sogar davor, in demselben plötzlich umgebracht zu werden. Die weibliche Bevölkerung hat in dieser Hinsicht weniger zu befürchten als die Männer. Die Tataren müssen ihre Gefangenen zweimal hinter sich durch den Terek schleppen, um das Gebirge wieder zu erreichen. Und die Frauen vertragen im Allgemeinen nicht dieses eiskalte Bad. Beim letzten Mal ertrank eine Frau beim Überqueren des Flusses und zwei starben hinterher an Lungenentzündung, bevor das Lösegeld eintraf. Als die Familie von ihrem Tod hörte, weigerte sie sich, überhaupt etwas zu zahlen, auch nicht für die Leichen, sodass für die Banditen das ganze Unternehmen keinen Gewinn, nur Risiko brachte. In letzter Zeit hat man daher Entführungen von Frauen zur Lösegelderpressung im Nordkaukasus allmählich aufgegeben, während sie südlich des Gebirges immer noch vorkommen, weil dort nicht so viele Menschenverluste entstehen, denn das Klima ist dort milder. Natürlich gibt es auch noch eine andere Art des Frauenraubes. Ich hörte in Kisla folgende Geschichte. Ein Tatarenfürst liebte eine vornehme Russin in Kisla und sie war seinen Aufmerksamkeiten gegenüber durchaus nicht gleichgültig geblieben, denn er war ein schöner und feuriger Mann. Eine Entführung mit ihrem Einverständnis wurde verabredet. Als ihr Mann auf einer Dienstreise unterwegs war, verlangte sie vom Stadtkommandanten zu einer ungewöhnlichen Zeit Pferde und einen Wagen, was dieser rundweg abschlug, weil ihm die Zeit zu spät oder zu gefährlich erschien. Aber Madame M. drängte, weil angeblich eins ihrer Kinder krank war. Also erhielt sie das verlangte Reisegefährt und fuhr über Land. Unterwegs wurde sie vom Tatarenfürsten angehalten und entführt, wie es verabredet war. Sein Aul, eine kleine Bergfeste, lag wie ein Adlernest hoch oben auf einem Felsenberg. Dort hielt er sie 3 Monate lang fest, ohne dass ihr Gatte in Erfahrung bringen konnte, was aus ihr geworden war. Dann war er des wirklich zärtlichen Verhältnisses überdrüssig und ließ den Gatten durch Mittelsmänner wissen, dass er den Aufenthalt der Vermissten kenne und den Loskauf vermitteln könne.
Der Ehemann erklärte sich einverstanden. Nach einem weiteren Monat schrieb ihm der Tatarenfürst, dass er für 3000 Rubel das Geschäftliche geordnet habe. Sofort übersandte M. die 3000 Rubel und die Freude war groß, als er die Bedauernswerte zurückerhielt. Besonders erfreut war er über den recht billigen Preis. Dieser war noch günstiger, als er wissen konnte. Denn nach 6 Monaten genas die Vielgeprüfte eines weiteren Kindes, für das er keinerlei Bemühungen gehabt hatte. Kislar ist übrigens für Mahler eine Fundgrube von Motiven. Hier sahen wir zum ersten Mal die außerordentlich mannigfaltigen Volkstrachten, die wir später noch oft anstaunten. Armenier, Tataren, Kalmücken, Nogaier und Juden drängten sich hier in ihren alten, unveränderten Nationaltrachten. Die eigentliche Bevölkerung der Stadt besteht aus etwa 10.000 Menschen, steigt jedoch an Markttagen, und wir kamen an einem Markttag an, auf das Doppelte. Die Tataren, deren Hauptgeschäft der Menschenraub von Männern, Frauen und Kindern ist, welche sie an ihre Familien wieder zurückverkaufen, setzen hier die Erpressungsgelder in Waren um. Aber es gibt auch normalen Markthandel hier. Die Hauptartikel sind der berühmte Wein, den die Armenier anbauen, der Branntwein, den sie brennen, die Seidenstoffe, welche von den Bauernfrauen gewebt werden, Reis, Sesamkraut und Safran. So viel zum Aufenthalt in Kislar. Heute übrigens eine Kreisstadt mit etwa 50.000 Einwohnern in Dagestan, nur wenige Kilometer entfernt von der Grenze zu Tschetschenien. Ich denke, Sie haben garantiert schon mal von Kislar gehört. Im Januar 1996 überfiel während des ersten Tschetschenienkrieges eine Gruppe tschetschenischer Rebellen die Stadt. Dabei starben mehr als 200 Menschen. Im März 2010 gab es 2 Sprengstoffanschläge mit 12 Toten. Im Februar 2018 wurde in einer orthodoxen Kirche ein Terroranschlag verübt. Ein Mann hat dort mit einem Jagdgewehr 5 Frauen erschossen. 4 weitere Opfer wurden verletzt. Also Mord und Totschlag sind noch genauso lebendig in dieser Gegend wie zur Zeit von Alexandre Dumas und erst recht von Zdenka Razin. Zeitweise beschreibt Dumas, wie Leuten die Ohren, die Hände oder gleich die Köpfe abgeschnitten werden, wie ihnen die Augen rausgerissen oder die Bäuche aufgeschlitzt werden. Ich will durchaus versuchen, diese Blut- und Gräueltaten um sie herumzulesen und ihnen eher die Schönheiten des Landes nahezubringen. Die Sonne schien jetzt so warm und leuchtend, als ob sie stolz sei, den Nebel besiegt zu haben. Wir befanden uns nicht mehr im Herbst wie in Kislar, sondern in einem strahlenden, warmen Sommer. Und über diesem unbeschreiblichen Massiv des Gebirges segelten große Adler, bewegungslos schwebend in weiten Kreisen. Schweigend staunten wir das einzigartige Panorama an. Der Kasbek, an den nach der Sage Prometheus, der Bringer des Lichts und des Feuers für die Menschheit, geschmiedet wurde, erhob sich mit einem schneebedeckten Gipfel über das Ganze. Dies also war der Kaukasus, unähnlich den Alpen oder den Pyrenäen und überhaupt allem anderen, was wir gesehen hatten oder in unserer Fantasie erträumten. Der Himalaya und der Chimborazo sind höher, aber nur Gebirge, ohne Mythen. Der Kaukasus ist das Theater, auf dem der erste dramatische Dichter des Altertums sein erstes Drama spielen ließ, dessen Held ein Titan und dessen Schauspieler die Götter Griechenlands sind. Wie sehr bedauerte ich, dass ich nicht meinen Aischylos zur Hand hatte. Ich hätte mich dann niedergelegt und seinen Prometheus vom ersten bis zum letzten Vers hier gelesen.
Auf dem Gipfel des Schatt Elbrus, einem Viertausender des Kaukasus, an der Grenze nach Dagestan, soll der Riesenvogel Anka gehorstet haben, gegen den der Adler oder der Kondor ein Kolibri gewesen sein soll. Der Riesenwall des Gebirges, diese majestätische Festung, diese Granitmauer mit ihren ewig beschneiten Zinnen, ruht mit ihrer nördlichen Basis auf einer Sandfläche, die ehemals von einem unermesslichen Meere bedeckt war, aus welchem sich als Inseln außer dem Kaukasus auch das südanatolische Taurusgebirge, der Demavent im iranischen Elbos und das Jaila-Gebirge im Süden der Krim erhoben. Dieses Meer, von dem das Kaspische Meer nur ein Überrest ist, war nach Norden wahrscheinlich mit der Ostsee und dem Weißen Meer verbunden. Welcher Epoche der Geschichte der Erde die große Wasserflut zuzurechnen ist, die das Schwarze Meer, den Aralsee und andere absonderte und die Meerengen der Dardanellen von Messina und Gibraltar durchbrach, ist nicht genau zu bestimmen. Tatsache ist, dass der Kaspisee mit anderen Meeren unterirdische Verbindungen hat und dass die Wassermengen vom Ural, der Wolga, vom Kur und Terek, die er aufnimmt, auf diese Weise abfließen. Dass sein Wasserspiegel Schwankungen unterworfen ist, dass bei niedrigem Wasserstande alte Bauwerke zum Vorschein kommen, die nachher wieder überspült werden, dass schließlich alljährlich zu Wintersanfang an die Oberfläche des Persischen Golfes Kräuter, Gräser und Laubwerk aufsteigen, und zwar von Pflanzen, die nur an Ufern und in der Tiefe des Kaspischen Riesensees vorkommen. Der alte Geschichtsschreiber Strabo spricht viel von den Goldwäschereien des Landes Kolchis. Die vom Regen in die Bäche hinabgespülten Goldkörner reicherten den Schwemmsand an, und dieser Goldsand wurde über Widderfälle geleitet und blieb an ihrer Wolle als glänzender Staub hängen. Daher stammt die Sage oder Geschichte vom goldenen Vlies. In Ossetien befindet sich noch jetzt eine uralte georgische Inschrift, welche besagt, dass in jener Gegend die Edelmetalle so häufig waren wie heute der Staub. Alle diese Reichtümer können in Zweifel gezogen werden. Aber es ist eine geschichtlich erwiesene Tatsache, dass das alte Kolchis einst durch den griechischen Seefahrer Jason Europa den Fasan und durch den römischen Feldherrn Lucullus den Pfirsich und die Kirsche geliefert hat. Als wir an eine Fähre kamen, die über den Fluss Quirill führte, sah ich auf einem gegenüberliegenden Berge die Ruinen einer alten Burg, deren dunkle Umrisse von der Schneedecke abstachen. Und nun sollte ich eine der größten Entdeckungen auf meiner langen Reise erleben. Ich rief unseren Freund Luca, der gerade zu Pferde das Übersetzen beaufsichtigte, und fragte ihn, ob er über diese Ruinen etwas wisse. Darauf lachte er, antwortete jedoch nicht. Als ich weiter in ihn drang, schien er in Verlegenheit zu sein, sodass ich noch einmal fragte, warum er nicht antworte. In die Enge getrieben, antwortete er schließlich, wir Imeretia sind zwar nur schlichte Leute, aber ihr würdet Unrecht tun, wenn ihr uns verspottet, wenn wir eine alte mündliche Überlieferung unserer Vorväter gegenüber Fremden erwähnen. Hier handelt es sich allerdings um eine Art Fabel, die man unmöglich glauben kann. Aber ich möchte sie doch gerne hören. Ja, wenn Sie durchaus wollen, werde ich sie Ihnen erzählen. Also die Überlieferung sagt, dass dies Schloss in uralten Zeiten von einem Manne erbaut wurde, welcher aus einem anderen Teil der Welt hierher gekommen ist. Sein Name soll Jason gewesen sein. Er kam, um ein aus gesponnenen Goldfäden gemachtes Widderfell zu rauben.
Ich selbst glaube kein Wort davon, aber der gemeine Mann in Imrätien erzählt diese alte Fabel und nennt diese Ruinen das Schloss Jasons. Nun, diese alte Geschichte von einem goldenen Schafsfell werden Sie lächerlich finden. Mein lieber Fürst Luca, ich muss Ihnen im Gegenteil gestehen, dass ich diese Geschichte seit meiner Kindheit kenne, erwiderte ich. Luca blickte mich jetzt ganz erstaunt an und fragte, Sie wollen doch nicht sagen, dass man Ihnen diese Geschichte in Frankreich erzählt hat. Doch. Doch, doch. Sie wird uns in der Schule gelehrt. Er sah mich weiter zweifelnd an. Sie wollen sich doch nicht über mich lustig machen? Sie scherzen doch wohl. Ich gab ihm die Hand drauf, dass ich es ernst meinte, und fragte weiter, und bis wohin ist denn Jason gekommen? Bis hierher. Diese Burg war der Endpunkt seiner Reise. Übrigens musste er sich mit seinen Gefährten bald darauf wieder einschiffen, denn die Einwohner jagten ihn aus dem Land. Aber die Sage berichtet, dass er das goldene Fell und die Königstochter entführte. Als wir übergesetzt waren, erreichten wir Kutais, die Hauptstadt von Imrätien, die einst die Hauptstadt des sagenhaften Kolches war. D'Ancorville behauptet, D'Ancorville war aus Marseille, das war ein Hochstapler, ein Abenteurer, aber er war auch Kunsthistoriker. Also, D'Ancorville behauptet, dass Kutais die Heimatstadt der Medea gewesen sei. Wenn diese Ansicht richtig ist, muss die Stadt schon mehr als 1200 Jahre vor unserer Zeitrechnung und mehr als ein halbes Jahrtausend vor der Erbauung Roms von den Pelasgern gegründet worden sein. Von dieser uralten Stadt sind jedoch über dem Erdboden keine Spuren mehr sichtbar. Später wurde im Mittelalter die Stadt neu auf dem steilen Berge rechts vom alten Leuchtturm wieder aufgebaut, weil diese Lage für die Sicherheit des Handelsverkehrs günstig zu sein schien. Wir kehrten nach Ankunft in einem deutschen Gasthofe ein, wo wir wenigstens eine gewisse europäische Bequemlichkeit wiederfanden, vortrefflich zu Abend aßen und schliefen. Kutais, ein Mittelpunkt georgischen Lebens, denn die Georgier bilden hier die Mehrheit der Bevölkerung, während sie in Tiflis in der Minderheit sind. Kutais war im Mittelalter während mehrerer Jahrhunderte die Metropole von ganz Georgien. Später jedoch, nach der Überführung der Königsresidenz nach Tiflis, verlor die Stadt an Bedeutung. Im 15. Jahrhundert zerfiel dann Georgien in drei Königreiche. Das war der Grund endloser Thronstreitigkeiten und Erbfolgekriege. Im Verlauf von etwa 370 Jahren hatte Imrätien 30 Könige, von denen 7 eines gewaltsamen Todes starben, 3 wurden die Augen ausgestochen und 22 wurden so vom Thron gestürzt. Trotz ihrer altwürdigen Vergangenheit erweist sich die Stadt als relativ reizlos. Immerhin werden die zu Schutt zerfallenen Ruinenreste des großen Palastes von schönen Weißbuchen beschattet. Und so war es für Alexandre Dumas, so war für ihn die Stadtbesichtigung schnell erledigt. Es bot sich ein Ausflug ins Umland an, ins Lager einer Karawane. Wir ließen fragen, ob wir hier unser Zelt aufschlagen könnten und ihr Lager besuchen dürften. Die Antwort lautete, dass die Steppe Gemeingut sei und wir willkommen seien. Während die 4 Kosaken unser Zelt aufschlugen, gingen wir auf das Hauptlager zu, das neben einem ausgetrockneten Brunnen lag, dessen steinerne Einfassung dieselben Figuren wie die Mauer zeigte. Die Tataren saßen im Kreise auf kleinen Ballen, in welchen sie Mehl aus Baku für die kaukasische Armee transportierten und backten Brot. Das ging schnell,
Sie schnitten einfach ein faustgroßes Stück vom frischen Teig ab, legten es auf eine mit Holzkohle beheizte eiserne Trommel, nachdem sie den Teig mit einer hölzernen Walze flachgewalzt hatten, und, nachdem es gar war, wendeten sie es um und das Brot war fertig. Darauf stand der Anführer auf und überreichte uns als Zeichen der Gastfreundschaft ein Stück Brot und Steinsalz. Wir nahmen beides dankend an und setzten uns zu ihnen. Diese Bewirtung hielt man anscheinend nicht für ausreichend, sondern ein Tatar schnitt uns ein Stück von einer Pferdekeule ab, das er in kleine Scheiben schnitt und ebenfalls zum Rösten auf die von innen geheizte Trommel legte. Es fing an zu dampfen und zu zischen. In 5 Minuten war das Braten beendet und man gab uns zu verstehen, dass es für uns bestimmt war. Darauf zogen wir die kleinen Messer, die außen an der Scheide eines jeden Kantschas angebracht sind, spießten die fertig gebratenen Fleischscheiben auf ihre Spitze und verzehrten sie mit Brot und Salz. Ich muss sagen, dass wir oft an vornehmen Tafeln weit schlechter gespeist hatten. Dazu war dieses Lageressen auch noch viel poetischer. Immerhin saßen wir hier mit Abkommen von Chinggis Khan und Timur dem Hinkenden in den Steppen am Kaspischen Meere neben den Ruinen einer Karawanserei, welche von Schah Abbas erbaut war, und hatten auf der einen Seite die Berge von Dagestan, von denen jederzeit gefährliche Räuber in die Ebene hinabsteigen konnten und gegen welche man Freiheit und Leben verteidigen muss. Auf der anderen Seite lag dieses große Binnenmeer, das heute noch uns fast so unbekannt ist wie den alten Griechen zur Zeit Herodots, 445 vor der Zeitrechnung, und das von Europäern so selten besucht wird. Um uns klingelten die Schellen von etwa 50 Kamelen, welche das trockene Gras abweideten oder mit langgestreckten Hälsen auf dem Sande schliefen. Der einzige feste Punkt in der Unendlichkeit außer den Ruinen war unser inzwischen fertig errichtetes Zelt. Ich muss sagen, dass dies Bild in seiner Großartigkeit einen unvergesslichen Eindruck machte. Dann verabschiedeten wir uns mit Dank vom Karawanenführer, und als wir bei Tagesanbruch erwachten, war weder von den Tataren noch ihren Kamelen etwas zu sehen. Das Lager war noch in der Nacht abgebrochen worden und die Steppe lag so verödet da wie auf der östlichen Seite der See, auf dem kein Schiff zu sehen war. Während wir noch schliefen, hatte unser Tatar uns frische Pferde kommen lassen und wir konnten unverzüglich weiterfahren. Auf den Vorbergen liefen Scharen von verwilderten Ziegen herum, die aber so scheu waren, dass wir ihnen nie auf Schussweite nahe kommen konnten. Das Gebirge war auf den Gipfeln rosenrot, unten violett, die Steppe gelb, das Meer tiefblau. Dann verließ unser Weg den vergessenen, verödeten, unbekannten und verleumdeten Kaspisee und wir sollten ihn erst wieder in Baku erblicken. Baku. Haben Sie ja vor einiger Zeit auch einen Eindruck von der Stadt bekommen, nicht? 2012 fand dort dieser Schlagerwettbewerb statt, wie heißt er noch? European Song Contest in Baku. Schweden hat gewonnen. Das nur zwischendurch. Baku also. Die Stadt besteht aus 2 getrennten Teilen, nämlich aus der weißen und der schwarzen Stadt. Erstere ist modern und wurde erst seit Beginn der russischen Herrschaft erbaut. Aber das alte Baku, die schwarze Stadt, die Stadt der Perser und die frühere Residenz der Khane, hat ein eigentümliches Gepräge. Sie ist von alten Mauern umgeben, die natürlich nicht gegen Schutzfeuer gebaut sind. Die Hauptbauwerke rühren von Abbas dem II. Her. Es war zu allen Zeiten ein heiliger Ort für die Persen. 16 Werst von Baku entfernt befindet sich das berühmte Heiligtum von Artesh Gah,
wo das ewige Feuer brennt. Dieses Feuer wird durch Naphta gespeist. Naphta ist ein brennbares, leichtes und in gereinigtem Zustande durchsichtiges Erdöl. Aber auch nach der Reinigung verbreitet es beim Brennen einen dicken Rauch und hat einen unangenehmen Geschmack. Es wird zum Verpichen, also ausstreichen mit Pech, es wird zum Verpichen von Weinschläuchen benutzt, aber an den dadurch bedingten Beigeschmack habe ich mich nie gewöhnen können. Außerdem benutzt man es als Schmiermittel für Wagenräder, sodass die mohammedanischen Fuhrleute fürs Abschmieren kein verfluchtes Schweinefett zu berühren brauchen. Außerdem kann man es Mörtel beimischen, welches Verfahren bereits bei den alten Bewohnern von Babylon und Ninive verwendet wurde. Im Augenblick ist eine große Gesellschaft dabei, die Herstellung von Kerzen aus Naphta zu beginnen. Man hat berechnet, dass die feinsten Kerzen daraus nur 75 Centime kosten würden, gegenüber einem bisherigen Preis von Stearinkerzen von 1,60 Franc. Diese große Gesellschaft ist heute zweifelsohne ein börsennotierter Konzern. Aber ich glaube nicht, dass man heutzutage noch Kerzen aus Rohbenzin, denn das ist Naphta, herstellt. Sehr schön und sehr passend an dieser Stelle ist noch ein Zitat aus Knut Hamsons 1903 erschienenem Buch Im Märchenland, mit dem Dumas auch nichts anfangen könnte, wenn er es kennen würde. Das Zitat lautet: Unsere Lokomotive heizt jetzt mit rohem Naphta von Baku und der Geruch dieses Brennmaterials ist in der starken Hitze viel unangenehmer als Steinkohlerauch. Ja, Naphta ist nach wie vor sehr begehrt, aber Alexandre Dumas war energiepolitisch noch nicht daran interessiert. Er schreibt: Es ist daher nicht zu verwundern, dass die Parsen und andere religiöse oder abergläubische Sekten hiermit Geschäfte machen. Im Türkischen nennt man diese Leute Giyar, was Ungläubige bedeutet, oder aber Magier, wie die Diener des Zoroaster-Kultes genannt werden. Der Kultus der Feueranbeter herrschte im alten Persien bis zur Eroberung durch Alexander den Großen, aber unter seinen Nachfolgern wurde er verboten. Und Überreste der Parsen wohnen jetzt entweder in Bombay unter englischem oder in Baku unter russischem Schutz. Die Parsen sind infolge der grausamen Verfolgungen über die Jahrhunderte die demütigsten Leute der Welt. Wir wollten dem Feuertempel dieser armen Menschen einen Besuch machen. Dazu mussten wir 2 Stunden fahren. Und dann erreichten wir einen Hügel, von dem aus wir sämtliche Feuer übersehen konnten. Man stelle sich eine Fläche von etwa 1 Quadratmeile vor, aus der unregelmäßig etwa 100 Flammensäulen auflodern, die der Wind ausbreitet, krümmt und wieder hochbläst oder bis zum Erdboden niederdrückt. Inmitten dieser niemals erlöschenden Feuer steht ein großes, viereckiges Gebäude, aus dessen Zinnen wie aus riesigen Gasbrennern hohe Flammen lodern. Einige Stufen führen zum Altar, auf dem natürlich auch ein ewiges Feuer brennt. An die Mauer lehnen sich 20 Zellen für die Jünger dieses Aberglaubens. Vor einer stehen in einer Nische 2 kleine indische Götzenbilder. Ein Parse zog nach unserer Ankunft sein Priestergewand an. Ein anderer, der ganz nackt war, bekleidete sich mit einem Hemd. Und zu unseren Ehren wurde uns eine Vorstellung einer Hindu-Messe gegeben. Ich muss sagen, dass auch hier durch einen monotonen Gesang und eine hypnotische Musik aus 5 Tönen und die alle Minuten wiederholte Anrufung von Brahma der etwa vorhandene Verstand von Gläubigen in gekonnter Weise eingeschläfert wurde. Von Zeit zu Zeit warf sich der Priester mit dem Gesicht zu Boden,
was jedes Mal von seinem Gehilfen durch das Aneinanderschlagen von zwei Schallbecken unterstrichen wurde. Nach diesem Hokuspokus erhielten wir alle ein Stück Candiszucker. Und wir bedankten uns für die Vorführung durch eine Gegengabe von je einem Rubel in Papier. Rubel in Papier. Das ist ein schönes Stichwort über Euro in Papier. Als Spende freut sich das Bracula. Ich verabschiede mich. Dankeschön fürs Zuhören. Haben Sie trotz allem eine gute Zeit.